Nicht jedes Abenteuer auf einer Reiseenduro beginnt im losen Untergrund, in irgendwelchen wilden Landen. Wenn wir ehrlich sind, die meisten von uns fahren hauptsächlich am Asphalt mit ihren mächtigen Tourenschiffen. Und dazu braucht es halt auch den richtigen Reifen. Und vielleicht sogar noch einen sportlichen Reifen. So sportlich, dass der Sporttouring-Reifen sogar unter Hypertouring läuft. Das ist der Conti Road Attack 4. Und ich habe mir hier in Spanien angesehen, wie gut er auf einer GS funktioniert. Bleibt dran! Servus, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zum Conti Road Attack 4 machen wir hier nicht das erste Video. Schon gerade in den 17 Zoll Dimensionen hatten wir schon ein Video, vor einem Jahr auch hier aus Spanien, hat der liebe Martin gemacht. Also wenn es euch um wirklich sportliche Performance auf den kleineren Dimensionen, auch für Naked Bikes oder Sportler geht, dann verweise ich euch auf dieses Video, da wurden auch alle Neuerungen dieses neuen Reifens besprochen. Jetzt aber konzentrieren wir uns auf Reiseenduros. Aber was dieses Video und das von letztem Jahr gleich haben, wir haben uns wieder den Experten schlechthin geholt. Malte Bigge, dein Titel ist, finde ich, ein bisschen lustig, ja. Cheftestfahrer. Kann man sich darunter vorstellen? Was ist deine Verbindung zum Road Attack 4? Ja, hallo erstmal. Servus. Servus. Ja, ich bin verantwortlich alles, was mit Performance zu tun hat. Also alles, was mit Grip, Neutralität, Hochgeschwindigkeitsstabilität angeht, alles, was in diesen Bereich reinfällt, das ist so mein Aufgabengebiet. Zum Beispiel Langstrecke oder Haltbarkeit, Dauerlauf gehört nicht dazu. Das ist bei uns getrennt. Ne? Sondern alles, sag ich mal, dass der Reifen sehr, sehr sportlich läuft, also Grip, Nassgrip, Trockengrip, ja, das obliegt mir. Das ist ja meine Aufgabe bei Continental. Jetzt habt ihr hier einen Sporttouring eben oder sogar Hypertouring-Reifen. Also der Fokus ist klar auf die Straße, auf die Performance, also genau dein Thema. Aber ich möchte nicht nur über die sportliche Performance reden, sondern auch darüber, was denn sonst noch so ein Reise-Enduro-Reifen leisten muss. Das ist auch eine interessante Frage vielleicht an euch. Reise-Enduro-Fahrer sind viele sicher unter euch. Schreibt es uns in die Kommentare, was wünscht ihr euch denn von eurem Reise-Enduro-Reifen? Vor allem die straßenbezogene Seite, weil eh klar, ein Offroader ist es nicht, das sieht man schon am Profil. Aber ansonsten gibt es ja ziemlich viele Gimmicks, neue Technologien, die ihr euch habt einfallen lassen. Man muss auch sagen, heute ist unser letzter, wahrscheinlich letzter schöner Tag. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage schaut nicht gut aus, hier im Raum Barcelona, wo wir uns bewegen. Deswegen, das ist jetzt quasi die erste Hälfte des Videos, wo wir jetzt ein bisschen so diese Features besprechen wollen und noch einmal, sag ich mal, die Trockenheit ausleben lassen wollen. Ihr werdet sehen in den Aufnahmen, er ist auch ein Mörderfahrer. Also heute lassen wir es ein bisschen krachen. Und morgen, wenn dann der Regen da ist, dann überprüfen wir noch einmal auch die Nass-Performance. Also bleibt auch dafür gespannt. So, und jetzt let's talk business. In welchen Maßen kommt denn jetzt dieser Conti Road Attack 4 in diesen Reise-Enduro-Maßen? Ja, also wir haben einmal die 110, 150er Variante. Einmal als 19 Zoll Vorderrad und 17 Zoll Hinterrad. Und natürlich das, was wir hier sehen, die GS-Größen oder KTM-Adventure-Größen. Das sind die 120, 70. 19 Vorderrad als ZR-Version und hinten 160, 70 ZR17. Also die ganz typischen aktuellen GS- und KTM-Größen halt, was du hier siehst. Ja. Und wenn wir jetzt in diesen Größen die GS ausstatten, was da kann man sich denn da erwarten? Beginnen wir vielleicht mit Performance, wirklich bei der sportlichen Performance. So waren wir ja auch heute schon ein bisschen unterwegs. Wie gesagt, wir haben ein bisschen das gute Wetter ausgenutzt. Mächtiges Drehmoment, ist typisch für Reise-Enduros. Wie kommt der Reifen mit so etwas klar? Ja, also wer sich für diesen Reifen entscheidet, da liegt der Fokus ganz klar, wie du schon erwähnt hast, liegt auf der Straße, die Straßenperformance. Das ist einmal, dass der Reifen dir sehr viel Feedback gibt, der Reifen bleibt neutral und bietet dir sehr viel Zeitgrip halt. Also das ist schon, sag ich mal, was du diesem Motorrad mit dieser Bereifung abverlangen kannst, echt exorbitant. Also es macht wirklich richtig Spaß. Ne? Also alle Leute, die, sag ich mal, sehr, sehr sportlich unterwegs sein wollen, ja, würde ich den Road Attack 4 wirklich empfehlen in den Dimensionen.
Das heißt, wir reden ja von kurzer Aufwärmzeit, glaube ich, ist ein so ein Merkmal, das man ihm zuschreiben kann. Auch ihr habt dieses Easy Handling, nennt ihr es. Also auch ist der Reifen ist so geformt, dass das Handling sehr leicht ist, vielleicht auch bei langsamen Geschwindigkeiten. Wobei, gerade bei der GS stellt sich mir dann die Frage, die GS ist ja durch ihre Geometrie, durch die quasi wie eine Balancestange sind ja da die zwei Töpfe des Boxers. Sie ist ja schon so ein sehr agiles Gerät. Wie stellt ihr sicher, dass bei diesen unterschiedlichen Reiseenduros dann das Handling immer agil, jetzt habe ich schon so oft gesagt, aber agil bleibt. Ja, ist natürlich, sage ich mal, das Ergebnis von unzähligen Fahrversuchen, was wir hier vor uns sehen. Wie du schon richtig erwähnt hast, eine GS, diese große Segelstange hier, das ist natürlich, ja, das ist ein Grund, warum so eine GS natürlich auch in engen Kurven sehr, sehr handlich bewegt werden kann. Ne? Also muss man die richtige Balance finden, dass man nicht gleich eine Hyperhandlichkeit bekommt, sprich, dass das Motorrad auch neutral bleibt beim normalen Fahren, halt bei kleinen Impulsen nicht sofort irgendwo über neutral macht, was es möchte. Ne? Das wäre ebenfalls negativ, aber es soll natürlich auch extrem gut ums Eck gehen können. Ja? Und da die richtige Balance zu finden, ja, das ist das Ergebnis eigentlich von fast unzähligen Fahrversuchen, die wir durchführen, halt um dort die richtige Karkasskonstruktion und auch die richtige Geometrie des Reifens herauszufahren. Ja. Auch interessant jetzt gerade in dieser kälteren Jahreszeit, vielleicht habe ich mir den Reifen auch noch gerade erst drauf montiert, da wirbt der Conti, ihr habt schon diese vorbereitete Oberflächenstruktur frisch, wenn man sie im Laden kauft, sollen die ja quasi schon ohne Einfahren möglich sein. Wobei, habe ich schon mitbekommen, dieses ohne Einfahren, das ist nicht so ganz richtig, oder? Was würdest du jetzt als Profi wirklich, der sich viel mit dem Reifen beschäftigt, einem Kunden empfehlen, wenn er das auf seine GS oder eine andere Reiseenduro packt, wie viel muss man sich denn wirklich am Anfang zurückhalten, bevor man dann Stoff geben kann? Ja, also die Technologie, die dahinter steckt, heißt Traction Skin. Ne? Also wir produzieren ohne Trennmittel. Der Reifen kommt aus der Form mit einer rauen Oberfläche, nicht diese glitschige, glatte Oberfläche. Das macht es auf jeden Fall sicherer, den Reifen im Neuzustand zu bewegen. Also ich sage immer, es gibt dir wirklich einen Vorteil. Dieses ganz komplette Einfahren, das würde bei keinem Reifen funktionieren. Ein Reifen braucht immer eine gewisse Zeit, um sich zu konditionieren, so nennen wir das. Halt, das hat nicht nur mit der Oberfläche zu tun, sondern generell, dass sich der Reifen auch richtig setzt, halt in der Felge, dass das Compound einmal, sage ich mal, anspringt, so nennen wir das. Ne? Das geht mit dieser Technologie viel schneller als ohne, sage ich immer. Ne? Insofern, das ist ein Fakt und ja, das wird uns auch aus dem Markt wirklich als immer positives Feedback zurückgespiegelt. Ne? Gerade, sage ich mal, wenn man bei kalten Bedingungen oder vielleicht auch bei halbfeuchten Bedingungen losfährt mit einem neuen Reifen, bietet einem das ein gutes Sicherheitsplus. Jetzt, wenn wir dann weggehen von dieser wirklichen sportlichen Heizerei, die zweifellos sehr viel Spaß macht, aber jetzt nicht, sag ich mal, das Steckenpferd der Reiseenduros sind. Reiseenduros sind eher, sie werden lange Strecken bewegt, sie werden gemütlich bewegt, sie müssen auch einmal unter widrigeren Bedingungen zurechtkommen. Bezüglich des Reifens, wie ist das dann denn mit Gewicht? Fangen wir da vielleicht an. Weil jetzt, wir haben hier eine GS, die wiegt schon gut und gerne 250 Kilo. Vielleicht nimmt man sich aber eine Adventure, da packen wir nochmal 30 Kilo drauf. Dann haben wir vielleicht zwei Fahrer von auch ein bisschen fülligerer Statur und große Bekofferung von hinten. Also 450 Kilogramm werden hier gerne mal durch die Gegend chauffiert. Ja. Habt ihr da irgendwie was verändern müssen für diese Dimensionen des Road Attack 4? Nein, in den Dimensionen oder auch in der Gewichtsklasse kommen wir mit Standardspezifikationen aus. Also der Reifen hat keine Extrakennung, sondern ist wirklich ein normaler Standard Road Attack 4. Ne? Sag ich mal, einen Spezifikationsreifen haben zu müssen, da müsstest du halt noch ein bisschen was an Kilos drauflegen. Also das wäre dann in dem Fall so eine K1600 oder so. Da wäre dann eine spezielle Konstruktion, wo man noch eine stabilere Karkasse braucht, gerade am Vorderrad. Aber hier mit einer GS kommen wir mit Standardspezifikation zurecht. Das, was du erwähnt hast, diesen Motorrad wird ja extrem viel abverlangt. Wir reden, für mich ist, sag ich mal, diese Adventure Bikes zählt unter Kategorie fast alles Könner. Also du kannst damit irgendwo mit deiner Dame kannst du eine lange Reise machen von Deutschland bis nach Spanien. Du kannst damit im Vorallgäu, kannst du mit dem Ding die Sau rauslassen. Du kannst damit ins Gelände. Ne? Ja, das verlangt uns natürlich als Reifenhersteller sehr, sehr viel ab irgendwo, weil wir die eierlegende Wollmilchsau irgendwo ja erschaffen müssen, um, sag ich mal, möglichst viele Kriterien davon abzudecken. Beim Road Attack 4 können wir das Offroad streichen, halt, ne, das Negativprofil und der Aufbau von dem Reifen ist straßenlastig zu 100%, ja, aber das macht er wirklich sehr, sehr gut. Also für die Leute, die sagen, ich will dieses Motorrad hauptsächlich oder auf der Straße bewegen und will es sehr sportlich bewegen, will
Kurvenräubern oder auch mal irgendwo eine längere Fahrt irgendwo auf der Autobahn zurücklegen oder eventuell auch mal im Regen fahren, ist das die perfekte Wahl. Ihr habt ja eine Vollsilikonmischung vorne, halb Teilsilikon hinten. Wie ist das dann mit der Laufleistung, gerade mit viel Gewicht noch vielleicht was oben drauf drückt? Du hast gesagt, Dauerfahren ist nicht dein Metier, dennoch, vielleicht kannst du dir einen Einblick liefern, wie ist das gerade Conti Road Attack 3, weil wirklich ein beliebter Reifen, wurde auch Testsieger in unterschiedlichsten Reifen vergleichen und wurde auch gerade bei zwar, jetzt man hat nicht voll anrauchen können, aber bei, sag ich mal, vernünftigerer Fahrtweise hat er auch echt viele Kilometer gehalten. Wie ist das beim Control Detect 4? Habt ihr das versucht, noch ein bisschen zu verbessern oder habt ihr da gesagt, nein, das passt für auch für Reiseenduros, das Niveau, was wir haben, das passt? Ja, der Conti Road Attack 3 war am Anfang gerade im Neuzustand, wenn er ein bisschen sportlich bewegt wurde, ist er ein bisschen auffällig gewesen mit einem sehr raffen Laufbild halt, ne? Das hat sich gegeben, wenn der Reifen, sag ich mal, ein bisschen in der Profiltiefe abgenommen hat, dann hat sich das relativiert. Beim Road Attack 4 haben wir die Profilgestaltung so gewählt, dass das harmonischer ist. Also dass dieses Ausfransen an den Flanken, wenn du den Reifen wirklich auch, sag ich mal, seine sportlichen Attribute abforderst, dass das ein bisschen humaner ist. Also das Laufbild wurde einmal verbessert und durch das neue Compound ebenfalls auch die Gesamtlaufleistung ein bisschen gesteigert. Was wir auch noch ansprechen müssen, gleich bei Reiseenduros, weil sicher wer danach fragen wird, jetzt sind ja nicht nur die Gasfahrer, auch wenn das Klischee vom zum Eissalon fahren Gasfahrer ja besteht, aber auch viele andere Reiseenduros, die dann vielleicht 21 Zoll Vorderräder haben, fahren jetzt nicht nur Offroad. Africa Twins sieht man zum Beispiel sehr, sehr viele. Was ist denn jetzt da die Sache? Ist geplant, dass der Conti Road Attack 4 auch noch für 21 Zoll Vorderräder kommt oder passt das dann nicht zusammen im Rezept? Ja, das Segment 21 Zoll ist für uns, ja, der Fokus ist ganz klar Offroad-Performance. Ne? Und wie schon gesagt, der Reifen ist zu 100% straßenlastig. Insofern wird es für uns jetzt, ja, ich will jetzt nicht direkt sagen, keinen Sinn machen, aber es wird nicht ins Konzept passen. Irgendwo 21, 18 Zoll Variationen sind fürs Gelände gemacht, dass sie ziemlich neutral bleiben beim losen Untergrund und mit einem Profil, was wenig Selbstreinigung bietet, in diesem Design macht das für uns 21, 18 Zoll, ich sag mal, wenig Sinn. Also sollte man jetzt nicht drauf warten. Okay, aber den Conti Road Attack 3, den gab es ja in 18 Zoll, das heißt... In 18 Zoll genau. Gab es das. Das war gerade für unsere Kunden mit klassischen Motorrädern ein sehr beliebter Reifen, weil er jedes ältere Motorrad wirklich vom Grip und von der Neutralität aufgewertet hat. Da kann man beim Road Attack 4 gespannt sein. Und da lohnt es sich eher drauf zu warten, als auf die 21 Zoll Variante. Okay, alles klar. Also jetzt kennt ihr euch aus an alle 21 Zoll Fahrer, ja, muss man sich eine Alternative suchen. Jetzt haben wir heute im Trockenen ein bisschen Spaß haben können. Wir sind jetzt nicht in dem Temperaturbereich, weil es ist auch in Spanien noch Winter und Februar kann man sich noch keine 35 Grad herzaubern. Ich möchte noch zur Hitze kommen. Wie ist das mit Hitzeentwicklung, gerade wenn es einmal dann, sagen wir, 35 Grad im Schatten hat, der Asphalt hat saubere 50 Grad, 60 Grad vielleicht. Es ist ja doch dann, irgendwo muss man einen Kompromiss machen, kann ich mir vorstellen. Wenn der Reifen schon bei Kälte, bei Nässe gut funktionieren soll, was wir dann morgen auch überprüfen, wie ist das dann im Umkehrschluss bei der Hitze? Ja, also natürlich tut sich von der Technologie, gibt das immer nur eine Richtung halt. Wir gehen voran und auch die Compounds können eigentlich von Reifen zu Reifen Generation immer mehr. Halt, wir strecken die Performance in beide Richtungen halt. Ne? Und es ist schon erstaunlich, dass so ein Reifen, der im Nassen und im Kalten gut funktioniert, selbst auf der Rennstrecke ein paar harte Runden wirklich gegenhält. Wie du schon gerade raushörst, also wir testen den Reifen natürlich am Limit. Ich fahre selbst mit so einem Gelände, also mit so einer GS auf Rundkursen und gucke, wann der Reifen einbricht. Ganz klar bleibt das jetzt nicht aus, dass wenn ich wirklich harte Runden fahre, dass irgendwann der Reifen anfängt nachzugeben. Das tut er dann sehr sanft, aber da sind wir weit über die Grenzen hinaus, was du dem Reifen auf der Straße abverlangen kannst. Also in beide Richtungen gedehnt halt, was Kältegrip und auch was thermische Extrembeanspruchung angeht, nach oben hin. Ja.
Aber dieses Limit, beziehungsweise diese Ankündigung von den Limits, das ist ja auch ein Fokus beim Road Attack 4. Der hatte dieses Grip Limit Feedback, wie das so schön heißt. Das heißt, ihr habt auch darauf geachtet, dass wenn man dann in diese Grenzbereiche kommt, die eh schon sehr weit liegen und die meisten Fahrer auf der Straße schwer ausreizen werden, aber wenn man dann kommt, dann spürt man das auch. Wir legen Wert auf einen sanften Grenzbereich. Hatte ich damals dem Martin auch schon gesagt, kann man so ein bisschen übertragen von den 17 Zoll Varianten, dass der Reifen dir, wenn jetzt kein extremer Reibwertsprung auf der Straße vorliegt, ja, wie Öl oder sonstige Sachen, dass der Reifen dir immer eine Chance gibt. Ne? Und das ist eine Karkasskonstruktion, die halt ein bisschen weicher ist. Ne? Also das ist ein Zusammenspiel zwischen Karkasskonstruktion, Compound und auch das Profildesign spielt da ebenfalls eine Rolle, was die Klotzbewegung angeht. Dass der Reifen dir ankündigt im Grenzbereich, ja, die halt noch eine Chance gibt, irgendwo, bevor er irgendwie schlagartig weggeht. Ich bin echt gespannt, ob, dass du das spürst, ist keine Frage. Ich bin gespannt, ob ich das spüre, wenn es dann in den Regen geht. Aber da schauen wir dann, was die Wettergötter dazu sagen. Und da stehen wir wieder. Einen Tag später. Es ist deutlich kühler geworden hier. Sieht man auch, jetzt bist auch du selbst, du etwas eingekleidet. Aber dennoch hatten wir Spaß. Wir haben uns aber bewusst, vielleicht müsste ich so sagen, meine Prognose von gestern, es wird heute furchtbar schütten, hat sich nicht bewahrheitet und ich bin wahrscheinlich der einzige Motorradfahrer in der Gegend hier, der sich darüber nicht freut. Es ist aber trotzdem etwas kühler. Wir sind jetzt in den niedrigen zweistelligen Graden und auch die Straße, die uns heute ausgesucht hat, wir sind hier in der Nähe von Sitges bei einem Stausee, einem kleinen, und die Straße ist hier nicht so, sag ich mal, beinahe Rennstreckenqualität wie an der Costa Brava, sondern sie ist etwas welliger. Es ist dann dennoch auch feucht hier, gerade in den schattigen Stellen, und auch gewisse Verunreinigungen an Staub und so haben wir hier. So viel zu den Bedingungen und jetzt kommen wir zu unserer Fahrerei und zum Reifen. Vielleicht fangen wir an mit dem interessantesten: Nassgrip. Das war ja auch dezidiertes Ziel und auch ihr gebt an, mit dem Road Attack 4 haben wir es geschafft, eine Steigerung im Nassgrip hinzubekommen im Vergleich zum Road Attack 3. Meines Wissens nach habt ihr dafür vor allem das Profil neu gestaltet und auch die Silica-Mischung wird wahrscheinlich darauf Einfluss haben. Vorne haben wir ja schon erwähnt, ist Vollsilica. Das ist eben, damit vor allem das Vorderrad stabil bleibt. Was genau spielt da noch eine Rolle mit beim Nassgrip? Ja, also das Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Compound, also auf der Mischung. Halt das Vollsilica-Compound, das verzahnt halt sehr, sehr gut. Ne? Das springt früh an, das hat gute Kaltlaufeigenschaften und auch einen guten Nassgrip. Also dass du auf feuchter Straße, wie wir sie hier jetzt leicht vorgefunden haben, ja, sehr, sehr gut verzahnt und dir wirklich eine gute Rückmeldung gibt, ja, beim Einlenken, in der Kurvenfahrt und auch beim Rausbeschleunigen. Ich hätte ja wirklich gern auch damit so einen echten Nasstest gemacht. Aber wie gesagt, es ist hier nicht ausgegangen, der Regen soll dann heute doch erst am Abend kommen. Leider, sage ich jetzt. Aber man darf es nicht unterschätzen, es ist schon so ein bisschen schmierige Verhältnisse, weil diese leichte Feuchtigkeit mit dem Dreck, wir haben auch viele Schotterstraßen hier, wo dann der Staub auf die Straße gezogen wird, also es war schon schmierig. Trotzdem, man hat selbst in den feuchtesten Kurven hier, hat man schon ordentlich Gas geben können. Vor allem du hast mächtig angedrückt. Was mir hier aber auch aufgefallen ist, was mir gestern noch nicht so aufgefallen ist, nämlich, dass es diese Agilität der GS kann manchmal auch zur Nervosität werden. Sie ist durch den breiten Lenker, die breiten Boxer, gerade wenn man versucht, im Neutralen aufrecht zu fahren, kann das wie mit gewissen Reifen, habe ich schon die Erfahrung gehabt, etwas nervös werden. Und bei dem ist das nicht so. Hat vielleicht auch mit zu tun mit der Eigendämpfung. Darauf legt er ja auch ein Merkmal. Und das ist mir auch aufgefallen, vorher bei einer etwas rumpligeren Stelle, wo genau auf der Fahrlinie beim Rausbeschleunigen ein gröberes Schlagloch war, dass das eigentlich auch die Dämpfung gut anspricht. Also das ist noch relativ komfortabel über dieses Loch drüber gegangen. Ja, das ist ein Zusammenspiel. Also die Karkasskonstruktion einmal, je nachdem, wie die ausfällt, sag mal, kann man den Komfort des Reifens beeinflussen. Das Compound hat eine Eigensteifigkeit und auch das Profildesign hat maßgeblich Einfluss, wie viel Komfort der Reifen hat. Das, was du gerade angesprochen hast, das testen wir sogar ab bei Freigabefahrten. Das ist so die Neigung zu Kickback. Sprich, dass wenn du irgendwo in Last über eine Bodenwelle kommst, in denen das Bodenanregung, das ist, wenn du unter Volllast über eine Bodenwelle fährst, wie der Reifen das an sich wegdämpft. Du hast einmal ein Federdämpfersystem vom Reifen und einmal von dem Fahrwerk an sich. Und dann kommt zum Tragen
die Eigendämpfung des Reifens, wie gut steckt er sich das weg und wie stabil bleibt das Motorrad. Ne? Und das ist gerade bei so einer GS, ja, die schon so sehr, sehr handlich ist von der Fahrzeuggeometrie. Das Fahrzeug ist sehr, sehr gut ausgewogen. Dicken Lenker, haben wir gestern schon mal drüber gesprochen. Aber durch das auch das starke Drehmoment, dass wenn du wirklich den Schieber öffnest, hast du ein entlastetes Vorderrad. Und dann kommt diese gute Eigendämpfung zum Tragen, dass das Fahrzeug auch bei Bodenanregung sehr schnell wieder stabil wird. Jetzt haben wir heute hier Bodenanregungen, Feuchtigkeit, bisschen Dreck, also nicht optimale Bedingungen. Und gerade mit so extrem viel Leistung und Drehmoment, wie wir es hier haben oder generell bei den großen modernen Reiseenduros, da haben wir ja auch Elektronik en masse mit an Bord. Und in solchen Bedingungen kann es dann gut einmal sein, dass die dann auch regeln müssen. Traktionskontrolle, ABS, schräglagenabhängig auch oft bei den modernen Motorrädern. Und du hast mir dann gesagt, dass auch das eine Rolle spielt, einen Zusammenhang hat mit dem Reifen und mit euch. Wo ist da jetzt der Konnex? Ja, also die Reifen sind natürlich abgestimmt auf die jeweiligen Fahrassistenzsysteme. Unser großer Vorteil von Continental ist, dass wir eine Rubrik haben, Chassis und Safety. Das sind die Kollegen aus Frankfurt, die sich die ABS, Kurven-ABS, Fahrmodis und Traktionskontrollen entwickeln. Ja? Und da das In-House ist, kommunizieren wir natürlich. Also das heißt, dass wir Daten austauschen, das nennt man dann, dass wir zum Beispiel Hüllkurven und so anpassen, dass die auch sehr, sehr gut auf Traktionskontrollen und mit unserem ABS-Regelsystem zusammenspielen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Weil abgesehen vom Grip natürlich des Reifens, der entscheidet ja schon prinzipiell mal beim Bremsen, wann es zum Blockieren kommt. Aber was kann ein Reifen, abgesehen, dass er ein hohes Level an Grip bietet und dadurch möglichst spät blockiert, was kann der noch bieten, um zum Beispiel beim ABS-Vorgang da unterstützend zu wirken? Wie können wir ins Extrem gehen? Das hat jetzt nichts mit dem Rotetec 4 zu tun, aber wir haben den TKC 80 aus dem Programm. Das ist ein Reifen, den die meisten von euch kennen werden. Grobstollig, hohe Stollen. Das heißt, du hast eine Klotzbewegung. Klotzbewegung heißt, dass wenn du das Motorrad verzögerst, das Motorrad, sag ich mal, gerade am Vorderrad, im Vorderradbereich, einmal, dass die Klötze sich bewegen können. Und das ABS erkennt ja irgendwo nur Schlupf, sag ich mal. Das muss er erkennen, das System muss aufmachen, wenn es merkt, dass das Rad anfängt zu blockieren. Und das ist zum Beispiel eine Art, ich nenne es mal schon fast Königsdisziplin. Das sind dann verschiedene Fahrmodis, wo dann zum Beispiel im Offroad, sag ich mal, wenn das eingestellt ist, dass das ABS-System darauf abgestimmt ist und dann, sag ich mal, erkennt oder so regelt, dass du trotz Klotzbewegung das ABS nicht aufmacht. Sprich, dass es dann wirklich dann den Extremfall erkennt und sagt, ja, jetzt haben wir wirklich eine Blockade am Vorderrad und dann den Bremsdruck halt nachlässt. Ne? Sehr interessant. Auch etwas, was man, glaube ich, nicht so im Sinn hat, dass das alles ja eigentlich auch wieder zusammenspielt und echt, finde ich, interessant. Das heißt, auch beim Rotetec 4, schätze ich mal, war das dann schon auch Thema in der Entwicklung, dass das mit solchen Assistenzsystemen möglichst gut zusammenspielt und harmoniert. Auf jeden Fall. Also wir stimmen die Reifen ab. Wir jetzt nicht nur, es ist jetzt nicht fahrzeugbezogen, jetzt nur auf eine GS wir jetzt haben. Wir testen das natürlich mit allen Fabrikaten, dass da die Traktionskontrollen und das ABS sehr, sehr gut funktioniert, das Zusammenspiel. Nicht nur von Continental, nicht alle Motorräder sind mit Continental ABS Traktionskontrollen und Fahrmodis ausgerüstet. Ne, aber da legen wir schon sehr, sehr großen Wert drauf, dass die Reifen mit diesen Assistenzsystemen sehr, sehr gut funktionieren. Im Nassen sowie im Trocknen. Ja, und jetzt hier im Nassen sind wir schon gefahren, aber während jetzt hier der Wind so ein bisschen vorbeizieht und es mich schon wieder fröstelt, es soll jetzt noch kühler werden, die Tage. Deswegen stelle ich mir die Frage, wir haben es schon kurz erwähnt, nicht nur Nassgrip soll es haben, sondern auch eine kurze Aufwärmzeit, also einen guten Kaltgrip. Das hängt wahrscheinlich auch irgendwie zusammen, aber kannst du das sagen, in welchem Temperaturbereich ist denn diese Wohlfühlphase oder sagen wir die Phase, wo der Reifen noch gut funktioniert beim Rotetec 4? Ja, wir testen natürlich extrem. Ne? Jetzt ist so, dass alles, was im Frostbereich ist, also die Frostgrenze, empfehle ich natürlich keinen mehr, sag ich mal, sich mit dem Motorrad auf die Straße zu trauen, weil dann ist es irgendwann unkalkulierbar halt. Ne? Trotzdem, der Reifen springt, wir sagen, dass das Compound sehr, sehr gut anspringt. Das Anspringt, das ist eine Beschreibung, wie schnell du Grounding-Feeling aufbaust. Das sind jetzt wieder zwei Begriffe. Das ist einmal Anspringen, einmal Grounding-Feeling. Aber das ist das, was jeder Motorradfahrer eigentlich kennt, wenn er das Vertrauen entwickelt. Also wenn du im Kurveneingang dich traust, früh von der Bremse einfach runterzugehen, das Motorrad einzulenken und dir dieses Feedback und das Vertrauen praktisch durch
durch das Fahrwerk vermittelt. Ne? Und das passiert beim Rotetec 4 sehr, sehr früh erstens und auch bei kälteren Temperaturen. Also wir testen natürlich auch unter 10 Grad. Ja? Das ist so eine Grenze, wo ich sage, sag mal 5 bis 10, ja, da sollte man dem Reifen schon ein bisschen Zeit geben. Durch Beschleunigung, durch Bremsen bringt man sehr, sehr schnell Temperatur in den Reifen und dann verzahnt er auch, dann gibt er einem die Rückmeldung und dann funktioniert das auch. Ne? Also gefährlicher sind eigentlich solche Mischbedingungen, wie wir jetzt hier haben, wo wir sagen, okay, du hast einmal einen trockenen Part, dann hast du einmal einen schmierigen Part, der gleichzeitig auch nass ist. Ne? Das ist so ein bisschen dieser Überraschungseffekt, der kommt dazu. Aber selbst da, wenn der Reifen schon leicht auf Temperatur ist, steckt er sich das sehr, sehr gut weg und gibt dir selbst bei solchen Extrembedingungen sehr gute Rückmeldung und du kannst die Kurve eigentlich, was heißt eigentlich, du kannst die Kurve sicher durchfahren. Meistens mit sehr viel Spaß sogar. Mir taugt das einfach, wie du schaffst, eigentlich diese Wissenschaft, die in diesen Reifen inzwischen steckt und auch, wie man sieht, mit 1000 Fachbegriffen da garniert ist, dass du es trotzdem schaffst, es dann so technischen Deppen wie mir so zu erklären, dass ich so bin, okay, ich verstehe, was dahinter ist. Ich hoffe, auch euch geht es so, ihr Reise-Enduro-Fahrer da draußen, Reise-Enduros mit 19 Zoll Vorderrädern. Ich hoffe, ihr habt einige Infos mitnehmen können in diesem Video. Wisst jetzt, was der Rotetec 4 euch bieten kann für Abenteuer auf der Straße. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst Malte und mir ein Like da. Wir freuen uns darüber. Wenn ihr einen Freund kennt, der vielleicht auch Straßenreifen für seine Reise-Enduro sucht, dann teilt doch das Video und abonniert unseren Kanal für täglich leimenden Motorrad-Content. Malte und ich, wir sagen danke fürs Zuschauen. Ich sage auch nochmal herzlichen Dank für deine Erklärungen, gerne, und deine Expertise und die mächtige Ballerei auf der Costa Brava. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch und Baba.